Hallo und willkommen zurück hier zum nächsten Part. Wir laufen dann mal weiter diesen Weg. Da geht es anscheinend zu diesem Zaubererturm, den wir auch schon im Gespräch hatten. Jetzt sehe ich nur gerade hier rechts geht's noch zu einem Schiff. Wie kommt denn das hier hoch? Coole Sache, jo. Und was gibt's da? Eine Truhe. Tagebuch von Elia. So, unterlock Muine nach dem Schatz, sobald sich die Gelegenheit ergibt. Bestabgeschlossen Fluss der Geheimnisse. Was haben wir hier? Oh. Sollte hier abhauen. Zu spät. Ach du Scheiße. Ein Streich und schon war ich weg. Also da stimmte gerade was definitiv nicht. Da ging es in den Nebel. Jetzt muss ich nochmal schnell dieses Tagebuch holen. Dann lesen wir uns das mal noch durch. Komm schon, Geralt. Bewegung. So, das Buch. Logbuch des Schiffes Aelantan an den höchsten Rat der Zauberer. Die Forschungen Lokmuine haben unerwartete Resultate gezeigt. Wir fanden nicht nur Kleinodien und Antiquitäten, sondern vor allem ein Relikt, das einem Mitglied der ersten Kammer gehört haben muss. Meine Begleiter in ihrer Einfalt machen sich keine Vorstellung von der Bedeutung, die der Gegenstand für unseren Kreis hat. Er ist zu wichtig, um in einem düsteren Magazin des Lehrstuhls zur Geschichte zu verschwinden. Wir sind die geistigen Erben der ersten Magier, daher nehme ich das Relikt in eurem, wie auch in meinem Namen in Besitz. Es wird Aufruhr deswegen geben. Ich bitte also um Unterstützung, Beistand an Foltest Hof. Oswin. So. Überrede die Trollen. Wo soll denn diese Trollen sein? Ach, genau dorthin, wo wir eigentlich hinrollen gerade. Aber in Richtung Turm wollen wir vor allen Dingen. Na komm her, Javier. Still. Ich brauch deine Federn, bitte her damit. Und da kommen noch zwei. Und X. Zack. Schwertwurf. Ah, noch einer. So, das war's der erste. Das Zeug von der zweiten, wo ist das hin? Ui, jetzt finde ich die zweite immer. Da ist es. So. Die Federn sind lebensnotwendig für mich. Gehen wir erstmal links runter. Da ist Stopp. Können wir auch nichts mehr weitermachen. Und dann in diese Richtung zum Troll. Oh, wir hören den Troll kämpfen. Los geht, da müssen wir helfen. Geralt? Sie ist verletzt. Soll sie ausbluten. Stürzen wir uns lieber alle auf sie, wenn sie schwach genug ist. Besser nichts riskieren. Was macht ihr hier? Wir sind Söldner. Jetzt im Dienst von König Henselt. Spätrupp. Erst sind wir kaum einem Nebel voller Geister entronnen, dann auf eine wütende Trollin gestoßen. Wer bist du? Geralt von Riva. Der Hexer. Der weiße Wolf. Deine Kenntnisse kämen uns gerade recht. Hilfst du uns? Sie muss am Leben bleiben. Ich erlaube euch nicht, sie zu töten. Seit wann schlägt sich ein Ungeheuer-Töter auf die Seite von Ungeheuern? Das geht dich nichts an. Ich brauche sie. Lasst sie in Ruhe. Sie hat zwei meiner Leute getötet. Jetzt wird sie keinem mehr etwas tun. Nichts da. Stör nicht, wenn du schon nicht hilfst. Wir schaffen das auch allein. Die Trollin bleibt am Leben. Irrtum. Sie stirbt. Dann müsst ihr mit mir anfangen. Tja, dann verabschiede dich, Hexer. Ja. Für eine Trollin.
Shadow sein, bis er verdammt! Ich hasse es, wenn ich einmal in so einem Kombo von Gegnern gefangen worden bin, dann komme ich da nicht mehr raus. Ich sehe dieses Symbol, du bist gestorben, sowas von ungern. Wo habe ich ihn gespeichert? Ha, kurz davor, okay. Ja, dann nochmal. Sie ist... Ich. So, Hexer. Verdammte Axt, er wirft ihn damit Bomben. Ah, fuck. Nein, keine Harpienfalle. Ich hab die Bomben ja immer ausgerüstet. Schluss jetzt! Wir geben uns! Waffen nieder! Verschon uns, Hexer. Der König zahlt auch Lösegeld für uns. An dem mir nichts liegt. Ihr lasst jetzt die Trollen in Frieden und zieht eurer Wege. Du lässt uns gehen? Ihr könnt nicht durch den Nebel. Das wäre euer Tod. Wir sind Krieger. Wir fürchten den Tod nicht. Wir rennen ihm aber auch nicht hinterher. Der Hexer hat recht. Kommandant, wir sollen doch einen Hexer finden. Einen Kahlkopf mit einem Schlangenmedaillon. Dieser hier hat weißes Haar und am Hals einen Wolf. Ihr meint Leto. Leto sucht ihr. Du kennst ihn? Sozusagen. Ich suche ihn auch. Was wisst ihr über ihn? Sheila de Tankerville hat uns befohlen, die Schluchten nach ihm zu durchkämmen, aber wir haben nur ein Lager voll toter Skoyatel gefunden. Dieser Leto muss ihn niedergemacht haben, vielleicht mit noch jemandem. Wo denn das? Jenseits dieses Geisternebels. Was habt ihr vor mit Leto? Ihn töten. Ihn und alle, die bei ihm sind. Alle? Bist du sicher? Das ist der Befehl. Und weißt du, wo Leto ist? Irgendwo auf der anderen Seite. Wir haben Spuren gefunden, aber dann hat uns der Nebel überrascht. Wir haben uns verirrt und sind hier gelandet. Nun dann, lauft zu Saskia. Ich empfehle, dass ihr euch den Rebellen ergebt. So etwas habe ich noch nie getan. Ich bin Adam Pangrat. Man nennt mich auch Adieu. Hier haltet ihr nicht lange durch. Die hängen uns auf. Sie wissen, dass wir Hänsels Männer sind. Meldet euch bei Cecil Burden. Er wird euch anständig behandeln. Aber rechnet lieber nicht damit, dass er Hänselt überbietet. Hört ihr, Männer? Wir ziehen zur Drachentöterin. Der Hexer meint, wir kommen da heil raus. Verwundete eingesammelt, Ärsche zusammengekniffen, Abmarsch! Na schön. Menschen, bah! Sie sehen Troll. Troll schon tot. Gleich sofort. Ich Glück. Du gut. Du hilfst. Ich dir auch helfe. Wenn du mir helfen willst, dann geh bitte zu deinem Alten zurück. Nein, Träuber! Er sagt, Menschweib da, ich weg! Er streichelt Menschweib! Nein, er ist allein und hat schreckliche Sehnsucht nach dir. Er dir sagt? Er? Nein! Bah! Ich weg! Oje. Was weißt du denn über die Frau? Was weißt du denn so über die Frau, die bei euch war? Weiß nicht! Hässlich! Stinkt! Wenn du mir auch helfen willst, dann geh bitte zurück zu ihm. Troll sagt, Troll tut, nicht lügt, aber ich nur dir helfen. Ach, Hexer, Weib mein hier! Ja, gut! Ich helfe nur Mensch, er sagt ich hier, sonst ich weg. Weib mein klug! Gut,
Mann, mein mag rotes Fell lieber. Nicht klug, nicht gut. Nicht mehr, nie mehr. Gib mir das Band. Da, treu, dumm, dumm, dumm. Du hier mit Horn. Du mich brauchst, du tot, tot. Ich komm, dich mag. Ich werd's mir merken. Und nun geh zu ihr. Pflück ihr ein paar Blumen. Blumen? Vogelmist. Ich spring. Oh mein Was Gott. Was Lager erlebt? Nicht erlebt. Du lügst. Stinkt. Nur du denkst. Nach Menschweib stinkt. Ich da nicht schlafe. Beziehungsprobleme eines Trolls. Das ist der Hammer. Wir haben doch irgendwie jetzt Trollhorn bekommen. Wir können einen Troll zur Hilfe rufen. Wie geht das? Keine Ahnung. Scheint nur zu einer wichtigen Situation zu gehören. Geil. Das war jetzt echt mal was sehr Unerwartetes. Aber ich muss sagen, es hat richtig Spaß gemacht. Aber deswegen sind wir ja nicht hier gewesen, sondern wir wollen Harpien klatschen. Immer noch. Mal sehen, ob sie sich jetzt wieder regeneriert haben. Wir müssen ja schließlich auch noch die Harpienfallen anbringen. Uiuiui. Von der mir gerade eine fehlt. Verrecke. Hopp, nimm das Ding und kief, hau ab. Ja, ich weiß nicht. Ich sollte vielleicht noch zwei, drei Runden mehr mit denen kämpfen. Geben wir mal die nächste Falle. Und dann noch die letzte. Und eine muss ich mir wieder herstellen. Oder sie haben gerade eine absolute Abneigung gegen meine Falle. Was heißt, dass ich sie wieder hochnehmen muss. Da ist wieder eine mehr. Auch nicht schlimm. Dann eben beim nächsten Rundgang. Kann ich denn eine Harpienfalle noch selbst herstellen? Nein, kann ich nicht. Ist schlecht. Die andere liegt noch oben beim Troll. Ah, da liegt aber auch noch eine Falle von mir. Und eine HP kommt da des Weges herunter. Welche Nester fehlen jetzt eigentlich noch? Da unten. Komm, hol die Bombe und... Ich bin zu alt für sowas. Ja, vielleicht nicht. Dann stirb, elendes Biest. Scheiße. Gucken, wo ich die Bomben platziere. Na, aufheben. Hab den Fall wieder auswählen. Könnt auch die Quest mal wieder aktivieren. Welche ist es denn jetzt? Die hier.
Und hier waren noch überall noch Leichen. Ja, allmählich werden es weniger Harpien. So, das Nest habe ich doch jetzt auch fertig, oder nicht? Gute Frage, wo sind die restlichen Nester? Keine Ahnung. Ich werde einfach wahrscheinlich dann nach unten gehen und einfach mal überall die Bomben legen. Ich glaube, dir kann man... Noch mehr Harpienfedern, wie bestellt. Gute Arbeit. Hier ist dein Lohn. Ich muss sagen, dieser Auftrag war reichlich seltsam. Das wäre noch nicht alles. Nein. Ich habe ein ungutes Gefühl, aber bitte, sprich. Ich bräuchte noch ein paar Federn. Sagen wir 8. Du oder dieser Sammler? Er natürlich. Er. Ich verstehe nicht. Warum hast du nicht gleich gesagt, wie viele es sein sollen? Ich musste zuerst die Qualität der Ware sehen. Noch ein paar Federn. Entscheide dich. Ich bezahle extra. Ich überleg's mir. Sammle noch 8 Harpienfedern. Ich habe die Federn. Saubere Schwungfedern. Ganz intakt. Hoffentlich reicht das jetzt. Ich schaue sie mir an und nehme die besten. Hier, dein Lohn und eine kleine Prämie. Was soll ich denn mit dem Rest machen? Weiß ich nicht. Ich brauche erstmal nichts mehr. Leb wohl. Besuche Elton später wieder. Wohin des Weges? Ich glaube, der Kerl möchte eine Runde fliegen und baut sich gerade Flügel. Naja, wir, warten mal Zeit ab und dann gucke ich mal nochmal kurz nach dem Typi. Gehen wir dann aber auch mal die Bombe holen. Wie viel Geld hat es denn eigentlich gegeben? 372. Ja, so viel war es jetzt auch nicht. Wohin des Weges? Nee, das später heißt wirklich später. Und naja, wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Bis dann, Leute.